Stella Fendt gehört zu den besten Gerätturnerinnen vom Stadtturnverein Wiel. Im letzten Jahr hat sie gerade an mehreren Schweizer Meisterschaften teilgenommen. Ich habe mich qualifiziert für den Einzel- und für die Mannschaft im Geräteturnen. Und es ist beides sehr gut gelaufen, was natürlich noch stolz macht. Zum ganz grossen Sprung hat sie ihn aber nicht gelangt. Eine Medaille verpasst sie damals. Leider nicht ganz ungewohnt. In der letzten Saison bin ich eigentlich fast immer Vierte oder knapp neben dem Podest gewesen. Und jetzt würde ich es einfach nochmal machen, um auch mal ein Podest zu schaffen. Für das trainiert Stella Fendt 3-mal pro Woche, wie hier am REC. Insgesamt gibt es im Gerätturnen 4 verschiedene Geräte. Die werden allesamt an einem Wettkampf geturnt. Am liebsten turne ich Ring, weil es ist einfach, wenn du mal dranhängst und das Gefühl hast für den Ring, dann kommst du richtig in den Schwung rein und man muss gar nicht mehr viel machen, einfach treiben lassen. Und ich mache das einfach mega gerne und Boden auch. Es ist mein stärkstes Gerät, darum mache ich es auch gerne, weil ich dann dort Erfolg kann haben. Doch Erfolg ist nicht alles für die 15-jährige Stella Fendt. Die Gemeinschaft und mit den Kolleginnen zusammen etwas machen, ist ihr genauso wichtig am Gerätturnen. Es ist halt nicht so wie das Kunstturnen voll auf Leistung, sondern es geht auch mehr um den Spass. Und ich bin da mit meinen Kolleginnen und ich habe da einfach die Leute, die ich gerne habe, etwas, was ich gerne mache. Und darum macht es mir das Spass. Und das sieht man der aufgestellten Turnerin auch im Training an. Sie hat immer ein Lachen auf dem Gesicht und freut sich auch da nach einer gelungenen Übung. Ganz egal, ob mit oder ohne Medaille.